Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Euro Truck Simulator 2 Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast und heute fahren wir die restliche Strecke von Växjö zur Fähre südlich von Karlskrona und setzen über nach Polen, um dann die 23 Tonnen schweren Bagger in Elbling. Ja, Elbling. Nicht Elbling. Ich schmier da immer noch ein L hinten dran. Elbing, Elbing. Verdammt, ich werd's nicht drauf bekommen. Wir fahren nach Elbing und liefern die dann dort ab. Vielleicht bekommen wir es noch hin. Spätestens dann, wenn wir da von dort wieder wegfahren. Ja. Da wir jetzt natürlich hier übernachtet haben, fällt ja so gesehen diese Tour dann fast auch wieder. Fällt uns ja eine Folge quasi weg. Sprich, wir werden nicht bei 300.000 sein, wir werden wahrscheinlich ein bisschen weiter drunter sein. Sagen wir mal bei nicht bei 300, ja, bei 300.000, sondern bei 280.000. Na, müssen wir mal schauen. Also es bleibt spannend, wie viel Kohle wir dann im Endeffekt haben, wenn Folge 24 endet. Biege nach links ab. Hier sollen wir jetzt lang. Da die Ampel jetzt gleich wieder umspringt, müssen wir jetzt einfach lang. Und tun das dann mal auch. Haben wir es, glaube ich, noch ungefähr 2 Stunden bis zur Fähre. Rechts abbiegen. Und fahren dann wahrscheinlich nochmal in Polen so 3-4 Stunden. Verkehr, dritte Ausfahrt nehmen. Nehmen wir mal dritte Ausfahrt. Viehtransporter mit Rindern. Vielleicht den Porsche noch hinten mitgenommen. Wir haben so wieder ein paar Kreisverkehre, was wir dann. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Wieder auf die Autobahn kommen. Nimm diese Ausfahrt. Aber so ist es halt, wenn man halt nicht auf dem Truckstop schläft und halt im Hotel in einer Stadt. 30! Das ist überraschend. Biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Aber jetzt auch nichts von links kommt, kann man auch ein bisschen mehr die Kurve schneiden. Demnächst rechts abbiegen. Und dann gehen wir wieder auf die E7. Biege nach rechts. Das ist die ab. E27, weiß ich nicht. Das ist einfach die 25. Nehmen wir einfach die Zahlen mit den Zahlen. Das ist leichter. Genau, leichter. Weiter geradeaus nach Karlskrona. Wie gesagt, nachdem wir an Karlskrona vorbei sind. Ich weiß gar nicht, ob wir sogar durchfahren. Ich würde sogar sagen, dass wir durchfahren durch Karlskrona, aber das werden wir dann noch sehen. Auf jeden Fall geht es ab zur Fähre. Bin ja mal gespannt, wie an die Abladestelle ist. Die Ladestelle, die war ja schon ein bisschen fies. Oder sagen, was ist fies? Sie war eng. Eng war sie. Nicht fies vielleicht auch, aber so,
für den einen oder anderen, aber eigentlich so von meiner Perspektive aus betrachtet war sie einfach nur eng. Wir können noch 863 Kilometer fahren. Wir fahren auch nur noch roundabout 250. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Vielleicht. Aber tanken brauchen wir auf alle Fälle nicht. Ich denke mal, wir kommen wahrscheinlich bei der, der Ladestelle noch so mit 100 Litern im Tank an. Grob geschätzt, ganz grob überschlagen. Vielleicht hätten wir noch, vielleicht hätten wir hier noch pennen können, aber haben wir einfach sich als Zauber doch mal in der Stadt gemacht. Wäre auch, glaube ich, mal nicht so verkehrt. So, weiter geradeaus Richtung Karlskrona. Hier rechts abbiegen kommen wir sowieso nicht. Haben noch 62 Kilometer roundabout auf die 27 nach Karlskrona. Jetzt wollen wir wieder ein bisschen mehr Gas geben. Vorne wahrscheinlich nicht mehr, da sah da gerade sehr aus, ob es vorne nicht abgebremst hat. Dabei geht es da runter auf 27, Achtung, auf 70 wieder. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Bin ich mal gespannt, bevor es dann wieder von Polen aus losgeht. Wir waren ja schon mal in Polen, ich glaube wir waren in Danzig, oder? Vor ein paar Folgen. Vor ein paar Videos waren wir, glaube ich, in Danzig. Ich kann mich aber auch täuschen. Immer geradeaus. Ich meine zumindest, wenn wir in Polen waren. Wir fahren jetzt auch wirklich durch Karlskrona durch. Erster Aufenthalt in Karlskrona. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Rechts einfach links kommt nichts. Nimm diese Ausfahrt. Immer geradeaus. Spannend, wo es hingeht. Rechts abbiegen. Ich weiß doch gar nicht, was für ein Level wir sind. Werden wir dann gleich sehen. Biege nach rechts ab. Weil der einfach gefahren ist, war der ja sowieso frei. Immer geradeaus. Aber wir haben dann uns vergewissert und es war wirklich frei. Und der alles komplett paletti. Gar kein Problem. Biege nach links ab. Zur Fähre. Die letzten paar Kilometer auf schwedischem Boden, bis wir dann nach Polen übersetzen. Dann muss man natürlich auch nochmal zum Schluss dürfen wir auch nochmal wieder ein bisschen kämpfen. Sind wir auch in der Reloaded-Stadt, wir hier schon mal lang gefahren, aber kann ich mich noch erinnern an diese Passage, wo links und rechts Wasser war und dann halt neben der Straße nochmal eine einspurige Zuglinie. Aber wir erreichen ja auch das Hafengebiet. Ja, Achtung, ich bin zu schnell, ich weiß. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich komme ja schon runter. Wir müssen ja nicht jedes Mal die Bremsen zum Glühen bringen. Wir können das ja auch mal kurz mit ein bisschen mit der Motorbremse machen. Das ist aber jetzt dann im Zeitraum ein bisschen zu schnell, aber gut. Ist dann halt so lange, wenn ich dabei erwischt werden. Tut das zumindest auch nicht dem Geldbeutel weh.
Es könnte halt auch dann wieder Richtung Russland gehen, es kann aber auch halt in alle Richtungen wieder gehen. Demnächst links abbiegen. Sollen wir links abbiegen oder? Biege nach links ab. Fake-Info. Okay, wir müssen links abbiegen. Dann werden wir von hier aus rübergeleitet. Wir fahren nach Diener. Oder wie auch immer man es ausspricht. Ich kann es zumindest nicht. Es auf Wald in Gdynia. Aussprachverbesserung gerne in die Kommentare. Wir waren doch noch gar nicht in Polen. Zumindest nicht in dieser Staffel. Never mind. Ich wäre dort gewesen. Scheinbar aber nicht. Also, wir müssen erstmal wohl in Polen und fahren dann jetzt an Danzig vorbei nach Elbing. Immer geradeaus. Es sind nur noch 135 Kilometer. Jetzt haben wir. Aha. Das ist ja auch ein geiles Ding hier. Wollen wir jetzt hier Richtung Zentrum fahren? Das heißt, wir orientieren uns eher nach Danzig. Demnächst links abbiegen. Aha. Okay. Road Payments. Wir müssen uns an dem Laut orientieren, wenn wir eine Maut haben. Offenbar. Wahrscheinlich wird auch wieder sowas wie Autopass stehen oder so. Wenn das zu viel Platz lässt. Kreisverkehr, wunderbar. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Vorfahrt gewähren. Business as usual. Nimm diese Ausfahrt. Knapp am Schild vorbei. Wir müssen uns links halten. Wir sind auf der 468. Aber die verlassen wir auch bald. Und wir nochmal ein bisschen leicht runter mit der Engine Brake. Links halten. Ist ja auch schick, ja, mit den Windrädern so im Hintergrund, den ganzen vielen Häusern. Es war dadurch, weil hier doch viel los ist, dann jetzt gerade doch etwas länger. Biege nach links ab. Da wird sich auch wieder legen. Dann fahren wir jetzt direkt schon wieder auf die Autobahn rauf. Auf die. Okay, das ist die E28, wenn ich die hier ganz am Ende des Bildschirms noch richtig entziffern kann. Boah, 26, wer weiß der schon. Es ist die 28. Fahren wir mal nach Elbing. Weit ist es ja auch nicht mehr. Ich bin wie gesagt sehr gespannt, wo es von Elbing hingeht. Da kannst du halt auch immer von Elbing kannst du ja wirklich in alle Richtungen gehen. Ne? Also von Oslo war ja doch schon eher so nach dem Motto südlich. Die Frage Südwesten oder Südosten. Es war eher Süd-Südost. Aber von Elbing hier kann es halt prinzipiell wieder in alle Richtungen gehen. Es kann nach Norden gehen, es kann in Osten gehen, es kann in Süden gehen, es kann in Westen gehen.
Dementsprechend halt auch Nordwest, Nord-Nordwest, Nordost, Nord-Nordost, Südwest, Süd-Südwest, Südost, Süd-Südost und so weiter. Also jetzt haben wir halt viel mehr Variationen, wo es hingehen könnte. Weil wir halt wieder ein bisschen mehr in der Mitte von Europa sind. Also, das heißt ein bisschen mehr. So mit Osten waren wir ja doch schon ziemlich stark im Norden. Wäre jetzt vielleicht prinzipiell auch noch über Umwege in den Westen gehen können, sprich von Oslo. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Von Oslo nach Dänemark, von Dänemark nach England, von England nach. Wobei ich glaube, von Dänemark kann man auch nach Island, Ausfahrt ne? Rechts. Ich weiß schon gar nicht mehr. Aber die Möglichkeiten sind halt hier dann doch schon stärker. Biege nach links ab. Auf die. Ja, wir müssen mal Bundesstraße 7. Sind wir auf die 7 oder die E77? Das Überholverbot, so die früher ausgestellt war, da gibt es scheinbar Schäden in der Dings. Also allein auch, dass man halt solche Straßenschäden halt, ich glaube, das ist ja auch per Zufall, die Welt mehr oder weniger simuliert. Also allein das ist ja auch schon wieder so ein Ding, ne? Also, es ist halt nice. Das Feature ist einfach, man kann es nicht anders sagen, nice. Okay, wir haben teilweise, okay, wir werden doch wahrscheinlich mit 300 Liter im Tank noch ankommen. Aber ich habe doch ein bisschen den Verbrauch doch zu stark unterschätzt. Zu unterschätzt. Ja. Passt, glaube ich. Vom Sinn her. Ist halt wieder so ein bisschen entschleunigter, ne? Also in Schweden konnten wir ja auch bei den Landstraßen noch mit 80 Kilometer pro Stunde rüberfahren. Hier in Polen haben wir dann halt wieder das Ding, dass wir nur 70 dürfen. In Deutschland wäre es noch schlimmer. Ich versuche es erst gar nicht auszusprechen. Und wir sind ja schon fast da. Wo liefern wir hin? Wir liefern zu Globeur. Wie die Vögel kreisen, warten drauf, dass das Acker, weil es wurde ja schon wahrscheinlich beackert. Oh Gott. Huch, das war knapp. Da habe ich die 5 gefunden. Den Numpad 5. Ein ganz kurzes Stück über die Autobahn, das lohnt sich ja fast. Und wir sind schon fast da, das ging wie erwartet, oder wie zu erwarten war, schnell. Schneller als der vorherige Teil. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Dann schauen wir mal gleich nach, wenn wir in Elbing ausgeliefert haben. Das, was wir abgeladen haben. Rechts. Schauen wir mal nach, wohin uns die Reise prinzipiell verschlagen könnte. Demnächst links abbiegen. Hier ist ja schon eine Ansage. Biege nach links ab. Er ist auch halt in Elbing. Das gut, wie das abbiegen muss, so muss er nicht warten. Mal weiter ins Zentrum rein. Aha, hab dich gesehen. Am Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Nicht mit mir, zumindest noch nicht heute. Nimm diese Ausfahrt. Ja, das ist ein engeres Ding hier. Bitte rechts halten.
Moment. Ist aber auch schick gemacht hier. Ist gut geworden, Elbing. Allein die Verkehrsinseln machen halt schon einiges her. Dann noch die Straßenschäden bitte dazu. Links halten. Das sind halt die kleinen Feinheiten, die das Ganze halt wieder besonders machen. Oder die Fahrten dann wieder zu was Besonderem machen. Kreisverkehr, dritte Ausfahrt nehmen. Kommt nix. Das sind auch enge Sachen jetzt hier wieder. Zumindest sind die Kreisverkehre. Nimm diese Ausfahrt. Auch engerer Natur. Passt dann ja wieder fast zum Beginn der Tour. Die haben sich nur angepasst, den ganzen. Das ist aber schön, das ist nett von denen. Es ist vorbei. Jetzt muss ich auch rumkommen. Drehen wir noch im Park, was noch mal eine Ehrenrunde. Wie viel Prozent sind wir eigentlich bei 5%? Dann brauchen wir nicht reparieren. Ja, mehr als nur perfekt, würde ich sagen. Laden wir mal ab, kassieren die 21.000. Ausgezeichnete Bagger von Oslo nach Elbing geliefert. Gefahrene Strecke 761 Kilometer. Dauer 31, wo knapp 32 Stunden. Verbrauchter Kraftstoff 337 Liter. Bekommen dafür 21.135 Euro und 1.177 Erfahrungspunkte. Wir fahren einfach mal kurz vom Hof runter. Oder stellen uns einfach mal hier hin. Wo wir dann auch hier die Folge beenden werden. Aber wir werden noch mal kurz gucken, was uns an Aufträgen erwarten könnte. Einige Aufträge, da müssen wir uns wahrscheinlich nochmal vorher hinlegen. Je nachdem, wie die Aufträge sind. Aber das werden wir ja gleich sehen. Aufträge. Elbing. Der beste Auftrag wäre rüber nach Estland. Und wir haben dafür nicht mehr allzu viel Zeit. 13 Stunden Fahrzeit. Das sollten wir aber hinbekommen, ne? Wir fahren wahrscheinlich nochmal 7 Stunden Fahrzeit. Das würden wir so hinbekommen. 32.000 Hubschrauber Ring 429. Den könnten wir oder den werden wir höchstwahrscheinlich beim nächsten Mal fahren, wo wir dann komplett durch Litauen, durch Lettland, durch Estland fahren und auch durch Russland, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. 32.000, das schmeckt. Das schmeckt sehr. Das sind dann zwar auch wieder zwei Folgen, aber die werden ja sowieso zwei Folgen geworden, der Auftrag, von der Länge her. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, dich dann im nächsten Auftrag Simulator 2 Video wieder, wenn wir hier unsere Reise fortsetzen von Elbing in
holen aus.